Das Motto der ETH Zürich lautet, wo Zukunft entsteht. Nun, die Mission der ETH Zürich ist Lehre, Forschung, Transfer. Wissen ist ein Kulturgut und auch die Wissensvermittlung ist ein Kulturgut. Und wir sagen, die Spitzenforschung von heute ist das Kulturgut von morgen. Die ETH bildet damit die Brücke vom Gestern über das Heute zum Morgen. Wir haben in der Schweiz einen reichen Erfahrungsschatz mit Flüssen und deren Verlegung, Umbau und Bearbeitung aus ingenieurtechnischer Sicht. Vor über 300 Jahren wurde die Kander schon bereits in den Thuner See verlegt und seitdem gab es eine ganze Reihe an sogenannten Korrektionen. Und da können wir vieles weitergeben, aber wir müssen natürlich auch lernen von früheren Fehlern. Einer unserer Kollegen hat mal die Frage gestellt, sind Flüsse Lebewesen? Ich denke ja. Sie sind ganz wichtige Elemente unseres Planeten. Sie bewässern uns, sie geben uns Trinkwasser, aber genauso wird die Entwässerung häufig über Flüsse geführt. Ich denke also, wir müssen zu diesen Flüssen sehr viel geben, damit sie eben uns erhalten bleiben. Darum haben die Sammlungen und Archive ganz spezifisch auch den Auftrag, den Dialog mit der Öffentlichkeit zu suchen, sich zu integrieren in Forschung und Lehre an der ETH Zürich.